Das ist Unterschichtenfernsehen für Akademiker. Frank? Frank, sag mal, bist du vollkommen übergeschnappt? Du hast die letzten 3 Jahre keine Steuern gezahlt? Weil die BRD kein Staat ist, sondern eine GmbH? Und warum kriege ich eigentlich mein Haushaltsgeld in Reichsmark? Außerdem Tante-Emma-Laden nimmt die doch keiner an. Und was willst du eigentlich mit diesen ganzen Waffen? Und dann sitzen ständig deine Nazi-Freunde bei uns auf dem Sofa und hetzen gegen Ausländer. Meine Güte, Frank. Und dein blöder Fantasiereisepass. Frankreich. Das gibt's außerdem schon. Echt? Und wieso kriegt Lisa jetzt Heimunterricht? Und Anna hast du gleich zum Grenzschutz eingezogen? Bist du komplett irre oder was? Aber Mama, Papa ist doch Reichsbürger. Reichsbürger? Ach so, das habe ich ja gar nicht gewusst. Puh, ich dachte schon, du wärst ein realitätsfremdes, beklopptes Nazi-Arschloch. Aber da kann man doch was machen. Zu viele Menschen in Deutschland sind Reichsbürger. Schreib dich nicht ab. Komm in die Realität, du durchgeknalltes Nazi-Arschloch.